kann Meisterdöner Herne auf die Karte setzen. Bilo47 schwört auf diesen Döner und deshalb bin ich umso gespannter. Abgesehen vom Hähnchenspieß gibt es hier noch einen Kalb-Pute-Mix-Spieß aus Hackfleisch und einen geschichteten Rindfleischspieß. Bei der Gemüsetheke ist auf jeden Fall alles dabei und abgesehen von Tzatziki und Cocktailsoße gibt es auch noch eine Knoblauchsoße und eine Spezialsoße, von der ich gar nicht verstanden habe, was es überhaupt sein soll. Und ihr glaubt nicht, wie sehr ich mich auf diesen ersten Bissen gefreut habe. Und ich muss sagen, dass der Kalbputenspieß auf jeden Fall solide ist, kann man machen. Was aber in einer völlig anderen Liga spielt, ist der Rinddöner. Mega leckeres, intensives Schichtfleisch und eine mega leckere Spezialsoße, die es einfach perfekt abrundet. Nur bitte tut mir den Gefallen und bestellt kein Meister drauf, das war so nicht gewollt. Und Meisterdöner schafft es knapp hinter Resselef auf den zweiten Platz in unserem NRW-Ranking. Und auch deutschlandweit sichert sich Meisterdöner die Bronzemedaille.